Willkommen bei der Ölraffinerie in Shadow of the Tomb Raider. Angeblich ist unser toller Freund tot. Aber auch nur angeblich, hat unser Feind gesagt. Und ich glaube, dass er lügt. Aber jetzt gehen wir mal nachschauen, lieber. Infizierter Helm, den schauen wir uns mal an. Dieser Helm ist mit Pfauenfedern und dem Abbild eines Jaguars verziert. Sagen, es sieht doch aus wie so ein normaler Bauarbeiterhelm. Bisschen. Ja, voll modern. Mit dieser Schnalle hinten und so. Alles klar, okay. Ne? So, raus aus dem Dschungel. Warum geht da eigentlich eine Brücke voll in den Dschungel rein? Ach so, nee, da ist auch schon so ein Ding. Okay. Cardinal 2, ich habe das Ziel erfasst. Scheiße! Deine Info in Position. Eröffne Feuer! Oh ja, das ist gefährlich. Nein, 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 nein. Au. Ich dachte, ich muss nach rechts gehen und nicht nach oben. Oh. Komm ganz schnell nach oben. Komm, 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 komm. Weiß ich, wo ich lang muss. Jetzt muss ich nach rechts, das ist safe. Wow, lalalala. Jetzt nach oben. Nach rechts, okay. Einmal Jump. Einmal nach oben. Ja, richtig. Dann darüber. Die Leiter. Die fahren ganz schön große Geschütze auf, um mich zu killen. Ein bisschen unlogisch, dass die mich nicht erwischen. Aber... Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was? Lol, wie ich mich einfach da hinstelle, während die auf mich schießen. Cruz ist hier. Sie greift das Basislager an. Durchhalten. Cardinal 2 kehrt zu ihrer Position zurück. Boah, anscheinend habe ich echt die Schnauze voll gerade. Ich werde dich finden. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Rourke. Willkommen bei Rambo. Du bist sowas von tot. Das Spiel. Rourke hier. Ich wurde nach Cain zurückbeordert. Winters, Croft gehört Ihnen. Basislager, hier Cardinal 2. Verstärkung ist abgesetzt. Jesus Christus, wir müssen sie aufhalten! Jesus hilft dir da auch nicht mehr. Du hast mich sehr sauer gemacht. Das war ein Fehler. Hier ist Cardinal 2. Bin getroffen. Wechsel die Position. Rock,
hat ein Geschenk für dich dagelassen. Oh, ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. Du kannst dich nicht verstecken. Nee, hier geht's nicht lang. Das war gerade zu cool. Ich gehe einfach durch. Das ist dein Ende. Scheiße! Cardinal 2! Noch so ein Treffer verkraften wir nicht! Oder muss ich den Heli weg da bomben? Mayday, Mayday, Mayday. Ah ja. Cardinal 2 stürzt ab! Na, Rambo-Tochter? Alles klar? Was, sie jetzt hat ein schlechtes Gewissen, oder was? Dass sie die alle umgebracht hat? Bull. Frag dich doch. Wir haben's gewusst. Wir haben's gewusst. Schlimmer, Joan. Nein. Hey, das stimmt nicht. Wir schaffen das schon. Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Jonah? Wie war der Hinweis? Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? Oh. Sowas wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Warte. Sie ist nicht Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert, Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach. Da gibt's einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Komm mit. Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Okay. Was würde ich nur ohne dich tun? Ich habe kurz sogar drüber nachgedacht, ob die jetzt eine Gehirnwäsche verpasst haben und dass er jetzt so Infos aus mir rausziehen will und mich dann angreift. Habe ich ganz kurz gedacht, aber... Habe ich Gott sei Dank anscheinend falsch gelegen. Und war kurz weg. Alles klar. Mission von San Juan, Peru. Das ist sie, die Kirche von San Juan. Sie hat es besser ausgesprochen als ich, eindeutig. Wir teilen uns auf. Ich suche nach Zeichen von Lopez. Wir hören uns um. Mal sehen, was wir rausfinden. Mit Abbys Freundin sprechen. Meine Freundin Sarah ist Archäologin, ganz in der Nähe.
Sollen wir fragen, ob sie was über euer Rätsel weiß? Das wäre toll. Sara war schon immer besessen von den Steingesichtern. Die meisten haben hier Schätze gesucht, aber nicht Sara. Sie will nur antworten. Seid ihr schon lange befreundet? Seit der Kindheit. Sie war der Nerd. Ich habe die Schule geschwänzt und das Wohnmobil meiner Oma geklaut. Manchmal konnte ich Sarah überreden, mitzukommen. Meistens dann... Abby, kannst du mir mal helfen? Es ist kaputt. Moment mal. Die Lara? Lara Croft? Das bin ich. Ich weiß, wer du bist. Ich habe dein Bild gesehen. Was willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Die Steingesichter? Deshalb bin ich auch hier. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Okay, ich weiß, die Gesichter sind mindestens 400 Jahre alt. Dokumente aus der Bibliothek bezeichnen sie als Hüter. Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Eine Krypta? Wir konnten sie nie finden. Wie du dir denken kannst, macht das die Schatzsucher wahnsinnig. Aber wenn die berüchtigte Lara Croft so klug ist, wie man sagt... Naja, falls du sie findest, tust du mir damit vielleicht einen Gefallen. Soll ich in der Bibliothek anfangen? Ja, sie ist drüben beim Friedhof. Sie ist eines der ältesten Gebäude hier. Vergiss nicht, mir zu danken, falls du was findest. Danke, mach ich. Missionsgeber entdeckt. Okay, er ist ein Missionsgeber. So, ich... Lara, hast du schon was gefunden? Abbys Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort. Ich gehe mal davon aus, dass es eine neue Map ist wieder. Also ein neues Dorf, so in der Richtung. Ja, es geht, glaube ich. Nicht so groß wie... Wie hier. Haiti ist ein bisschen größer wie... Was auch immer hier, Peru. Ah, ist nicht so groß, geht. Nichts zu sammeln. Aber Gespräche können wir... Sei vorsichtig auf dem Friedhof, Miss. Da lebt eine Hexe, die Menschen in Frösche verwandelt. Ich werde auf mich aufpassen. Eine Frau verärgerte die Hexe und dann ließ die Hexe sie verschwinden. Okay, ja. Harte Arbeit ist gut für die Seele. Die Sekte hält diese Mission seit mehr als 400 Jahren durch harte Arbeit am Leben. Damals kamen Angel de la Cruz und Troilus Serrano hier an und machten sich sofort an die Arbeit. Ihre Philosophie, dass nur die Arbeit uns wirklich näher zu Gott führt, leitet uns immer noch. Bis heute. Ich mag manchmal solche Gespräche. Wir gehen jetzt trotzdem direkt zur Bibliothek. Schöne Bananen hast du da. Hier ist also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das haben sie ein bisschen blöd gemacht. Wenn das auffällt ist, dann geht's. Achso, es ist zum Falten, okay. Aber da innen ist ja auch noch was. Oder ach so, ist das gleiche, nur wahrscheinlich andersrum. Okay. Na, wenn das die Krypta ist, ist das nicht so heimlich. Ah ne, wir gehen ja zur Bibliothek, ne? Nur mal so, ich sag mit Absicht Bibliothek. Dann sind wir hier wohl richtig, oder? Jonah, ich spüre was. Wir sind nah dran. Suchen wir nach Zeichen von Lopez.
Das hier wurde von dem Gründer der Sekte der Sieben geschrieben. Hält nicht auf. Geldmittel für die Renovierung in der Bibliothek. Hält nicht auf, dass man da durchgehen kann, ne? Aber ich gehe trotzdem erstmal dahin. So, okay, das soll allgemein das heißen. Ich muss mich trotzdem ganz kurz ein bisschen umgucken. Ich gehe da mal hoch. Da kann man auch durchgehen. Ja, oder nicht durchgehen, aber wenigstens was sammeln. 26. Dezember 1603. Als mich Lopez heute Morgen weckte, hatte er bereits ein spartanisches Frühstück zubereitet. Das hier ist unsere Bestimmung, sagte er mit einer kalten Entschlossenheit in der Stimme. Verglichen mit seinem gestrigen Verhalten war er wie ausgewechselt. Ich beendete mein Mahl, während er über göttliche Gerechtigkeit und seine eigenen Fehler sprach. Nun jedoch hätte ihm Gott die Hände auf die Schulter gelegt und ihm den Weg gezeigt. Von dieser kleinen Mission aus werden wir das wahre Wort Gottes verbreiten, sagte er und zeigte auf ein Lehmgebäude direkt hinter den Steingesichtern. Wir werden dem Auserwählten den Weg bereiten, denn nur derjenige, der ihn beschreitet, wird dieser Schatulle würdig sein. Ja, gut. Vielleicht finden wir noch ein oder zwei Geheimnisse hier. Und dann gehen wir durch die Wand. Ach, da ist zum Beispiel eins. Jonah, hier steht, dass ein Fremder die Mission besucht hat. Er hat die Sekte der Sieben gegründet. Vielleicht war das Lopez. Wie auf dem Flugblatt. Wir müssen dicht dran sein. Wir sollten weitersuchen. Das hat sie beim Vorbeigehen gelesen, so. Deswegen wusste sie es. Oh, ein toter Vogel? Nee, doch nicht. Da hinten liegt noch was. Eine Darstellung des heiligen Apostel Johannes. Das ist Johannes, Sohn des Zebedäus und einer von Jesus' Aposteln, auch genannt der Lieblingsjünger. Er und sein Bruder Jakobus waren für ihre Impulsivität und ihr Temperament bekannt, weshalb Christus sie Boanerges nannte, die Donnersöhne. Johannes werden 5 Bücher des Neuen Testaments zugeschrieben. Das Johannesevangelium, die 3 Johannesbriefe und die Offenbarung des Johannes. Er ist der Schutzpatron der Liebe und Treue, sowie der Schriftsteller, Verleger und Gelehrten. Eines seiner Symbole ist eine Schlange in einem Kelch, als Sinnbild dafür, dass er über die Opfer von Vergiftungen und Verbrennungen wacht. So, ich glaube, das war's. Passt schon. Ich kann nun mal rübergehen. Da hinten ist noch was. Wie komme ich da hin? Es ist doch auch nur... Ja, genau. Kannst du auch nur wieder was lesen? Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Das Ende aller Tage. Warum ist eine Wand hinter einer Wand? Haben die vor die Wand noch eine Wand gesetzt? Sehr interessant. Eine Skizze? Dämonenvertreibung, oh. Diese grobe Skizze zeigt den heiligen Johannes, der einen Dämonenangriff zurückschlägt. Möglicherweise war diese Szene für eines der Fresken in der Mission gedacht. Ey, ich mag die Skizze sehen. Zeigt mir so einen versiegelten Brief. Gibt's hier so... Da ist noch ein Brief. Eines Tages kam Bruder de la Cruz aus dem Dschungel und hauchte der Mission neues Leben ein. Wir waren nur zu dritt, als er eintraf, und Schwester Dorothea war wochenlang krank gewesen. Schon am ersten Tag machte er sich mit seinem Begleiter an die Arbeit. Eine Woche später hatte de la Cruz schon 3 Dutzend Arbeiter angeworben. Sie haben den Glockenturm instand gesetzt und bestellen die Felder, damit wir uns selbst versorgen können. Nachdem wir hier draußen so lange allein gewesen waren, hatte ich schon befürchtet, Gott würde unsere Gebete nicht mehr erhören. Doch er hat uns erhört und jemanden geschickt, der sein Werk vollbringt. Oh lol, das wollte ich nicht. Tardaremos eternidades. ¿Cuántos años? Un paso a la vez. Un día a la vez. Como si tuviéramos elección. Was zum Henker? Immer da
Ach, jetzt kann ich mir das nicht mehr. Ach, verdammt. Wenn man es verpasst, jetzt können wir uns das nicht mehr anhören. Der hat uns so abgelenkt, der Typ. Spring da mal runter. Kannst du da mal runterspringen? Kann immer überall runterfallen und runterspringen und so. Hier kann ich nicht runterfallen. Aber hier. Als ich die Tür schloss, herrschte eine derart gewaltige Stille, dass ich den Atem anhielt, um sie nicht zu durchbrechen. Lopez wandte sich zu mir um, mit wildem Blick und einem entrückten Lächeln im Gesicht. Er kam mit ausgestreckten Armen auf mich zu und einen kurzen Moment lang ergriff mich Furcht. Dann umarmte er mich und seine Finger gruben sich in meine Schultern. »Ich habe sie gefunden«, flüsterte er mir ins Ohr. Er ließ mich los und schritt durch den Raum. Wände aus reiner Jade, die bis in den Himmel reichten, vollständig bedeckt mit kunstvoll gearbeiteten Mosaiken und gemeißelten Figuren. Ich folgte ihm mit einigem Abstand, als er sich einem Altar näherte und sah zu, wie er dort eine silberne Schatulle an sich nahm. Dann brechen wir da nochmal durch die Wand. Schauen wir mal, was da nochmal so ist. Ich habe irgendeine Story abgeschlossen. Die anderen befürchten, Bruder de la Cruz und Bruder Serrano werden nicht zurückkehren. Ich habe bislang darauf beharrt, dass sie stets zurückgekommen sind und es auch diesmal tun werden. Doch inzwischen wächst auch in mir die Sorge, wir könnten sie nie wiedersehen. Und dieser Gedanke erfüllt mich mit Trauer. Wir werden ihr Werk fortsetzen. Entweder kehren sie zurück und sehen, dass wir ihre Lehren nicht vergessen haben, oder sie blicken aus dem Himmel auf uns herab und segnen uns für unsere Beharrlichkeit. Schön. Was mich mal so interessieren würde, ich habe irgendeine Story abgeschlossen. Rebellen in Not. 4 gefangene Rebellen losbinden. So, das sind so ein paar Nebenquests, oder? Spiel des Toten, ja. Gut, ne? Wirklich weit bin ich nicht gekommen. Sammelobjekte. Das muss man noch anklicken, dann ist das Ausrufezeichen weg. Aber irgendwas haben wir doch. Weiß nicht, wo ich das finde. Gehen wir mal weiter. Ein paar Minuten haben wir noch. Hauen wir mal auf den Jesus ein. Das Kreuz sieht aus wie aus dem 17. Jahrhundert. Ist es von Lopez? So geheim ist es nur auch wieder nicht, ne? So, das war gar nicht der Punkt, den ich... Hä? Muss ich mit ihm reden? Und da lang? Da geht's weiter. Ich sehe dieses Loch. Seht ihr das? Ja, ich war mir so sicher, dass das der Weg ist, wo ich lang muss. Ah ja, da ist noch was.
Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Jonah, die zwei Bibelzitate. Die Sonne ohne Schein und die Zuflucht unter seinen Flügeln. Was bedeutet das? Der Reiher und die Eklipse. Das ist es. Suche einen Reiher und eine Eklipse. Also auch noch was? So, das ist nur gut. Das haben wir ja jetzt. Ah, das schöne Bild. Eine komplette Wandmalerei. Vera Cruz, das wahre Kreuz. Ist es das, was ich denke? Das ist die Schatulle. Daran gibt es keinen Zweifel. Da, Jesus nimmt das Kreuz auf. Das sind die Stationen des Kreuzwegs. Aber es fehlen einige. Vor 1600 gab es nur 7 Stationen. Das dürfte zu Lopez' Zeit gewesen sein. Das ist einer von seinen Hinweisen. Ja, absolut typisch für ihn. Okay, mal sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden können. Oh, das wissen wir ja schon, wo es ist. Wie kriegen wir den Schlüssel von Dominguez? Uns fällt schon was ein. Hast du was? Ja. Jesus nimmt das Kreuz auf. Hilf mir mal. Das sind doch so Sachen, die müssen doch irgendwann mal aufgefallen sein. Geht ganz schön tief runter. Mal sehen, wohin. Ich dachte, die will da jetzt einfach reinspringen. Geht es gleich wieder zu, wenn ich reinfalle oder reinspringe? Nee, sogar nicht. Danke. Station 2. Jesus stürzt das erste Mal. Hier ist eine Inschrift. Ambulate dum lucem habetis. Geh, während du Licht hast. Also wir brauchen Licht. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Also das Ding hier einmal. Ah ja. Das war's. War ja easy. Rätsel mal auf leicht gemacht. Hier will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Alter, das ist total irre. Das mit den Kreuzen. Holy shit. Diese Kreuze. Das sieht so gestört aus. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Klingt wie ein Hinweis. Oder eine Drohung. Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Der Spiegel ist staubig. Guck mich nur ein bisschen um gerade. Spiegel ist staubig. Wir brauchen das Licht, das uns den Weg zeigt. Und da was machen bei ihr? Und die irgendwie drehen oder so? Ich
Bin gerade gar nicht so sicher. Ich drehe da mal irgendwas. Da konnte ich ja irgendwas drehen, ne? Achso, da fehlt mir ein Werkzeug wieder. Er ist gestürzt. Hier ist eine Frau zu sehen. Es ist die Mutter. Die einzelnen Stationen. Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Ja, da kam eine Falle, ne? Direkt bei Jesus, so ein paar Dolche raus, um aufgespießt zu werden. Das wollte er bestimmt. Hier nimmt er wohl das Kreuz entgegen. Es fällt so auf, dass der Knopf da unten, was auch immer das ist. Mal ganz kurz. So, hatte der vielleicht... Halt, stopp. Ich musste es drehen, aber... Wieso kann ich das nicht drehen? Oder muss ich erst da was machen? Er schaut... Halt. Ich helf dir rauf. Oh, ehrlich? Lol. Hey, hat geklappt. Das Licht zeigt da entlang. Ja, da war ich schon längst drin, ne? Woher, wo soll es denn sonst hingehen? Nein, das sickt man ja. Was ist mit denen passiert? Das Licht muss etwas aktiviert haben. Oh, vorsichtig. Der andere hatte schon... No! Lara! Bist du in Ordnung? Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Also das war jetzt schön doof von sie, dafür, dass sie gewusst hat, dass der eine da schon mal aufgespießt wurde. Ja, aber... Da ich eh gerade nicht zu 100... Ah ja, jetzt kann ich es drehen, jetzt kann ich es drehen. Okay, aber drehen tue ich erst in der nächsten Folge. Wir sind wieder beim Ende dieser Folge. Es hat Spaß gemacht, schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich sieht man sich in der nächsten Folge... Bis dahin, tschüss und ciao.